So, okay, sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Dann können wir erstmal unsere kleine Hütte fertig bauen. Wenigstens, dass wir einen kleinen Unterschlupf haben. Mehr will ich ja gar nicht. Einfach nur, dass wir irgendwas haben, wo wir uns mal ein bisschen... ja, unterstellen können, dass man nicht immer nur... Entschuldigung. Dass man eben nicht nur... So, was haben wir? Ich brauche... Moment. Eine Tür brauche ich. Wo haben wir Dach? Hier haben wir Dach. Zack. 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 So. Strahlungsschutz stabilisiert sich. Das heißt, hier sind wir jetzt wirklich geschützt. Wie komme ich aus dem Baumenü? Ach, rechte Maustaste, okay. Ah, und hier haben wir ein Kraftfeld drinne und dann draußen. Ah, alles klar, sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Da haben wir erstmal unsere kleine Hütte hier. Dann würde ich mal sagen... Wir tun den Kollegen mal rein. Wir bauen den mal drinnen auf. Dann haben wir unsere Raffinerie einfach hier drinne. Ich hoffe, das geht. Technologie. Ach hier, da ist sie dabei. Tragbar, Basiscomputer, bla bla. Hier. Wir tun die mal hier in die Ecke einfach. So. Dann kann die hier drinnen stehen. Wir können hier drinnen unser Zeug machen und fertig. So, dann konnte ich mir ja hier einen Speicherpunkt bauen, geht das? Brauche ich Metallplatten? Moment, Metallplatten. Ah, ich mache mal Escape. Wie war das jetzt? Wie war das jetzt? Hier, Metallplatten. Naja, ich brauche noch eine. Mal gleich mal 2, 3, so 5. Okay, gut. So, aber jetzt haben wir unsere Platten und können unseren Speicherpunkt dahin tun. Das kann man mit dem Speicherpunkt machen. Wiederherstellungspunkt gespeichert. Okay. Das heißt, wenn wir sterben, dann werden wir wahrscheinlich da wieder respawned oder sowas. So, vermute ich das jetzt mal. Okay, was haben wir hier noch Schönes? Tragbare Raffinerie Hammer, Computer steht... Ja, den Computer... Können wir den auch reinholen? Den Computer? Wo ist denn der... Können wir den nicht wieder reinholen? Nicht wieder nehmen? Schade. Na gut, dann bleibt er da stehen. Ah, deswegen baue ich jetzt hier drinnen nicht noch einen. Das ist ja auch Quatsch. Ich glaube, das macht gar keinen Sinn. Okay, was haben wir noch? Signalbooster. Nanorohr und Natrium 15 Mal braucht man dafür. Okay. Das muss ich mir abgewöhnen. Das muss ich mir echt abgewöhnen. Ich bin das so gewohnt, wenn ich irgendwo raus will, Escape zu drücken. Oh, das ist echt übel. Okay.
Rekonstruktion größtenteils erfolgreich. Geborgene Daten aus nahegelegenen Pläne aufzeichnen, Scans weisen auf zusätzliche unterirdische Geräte hin. Pläne extrahieren. Wer auch immer diese hat offensichtlich gewissen Erfolg. Ich habe Zugriff auf seine Pläne und vielleicht kann ich was in Anstrengungen. Okay. Neue Gebäudeteil gelernt. Was? Konstruktionsforschungsstation. Dafür brauchen wir magnetisches Ferrit und Kohlenstoff-Nanorohr. Magnetisches. Magnetisches Ferrit. Das heißt, magnetisches Ferrit finden wir hier auf dem Planeten, glaube ich, gar nicht. Wenn mich nicht alles täuscht. Versorge deine Basis mit Energie. Konstruktionsbaupläne. Konstruktion benötigen. Magnetisches Ferrit. Platziere das reine Ferrit. Ja, okay. Ich krieg also auch magnetisches Ferrit aus reinem Ferrit. So, Moment. Hab ich noch reines Ferrit? Habe ich noch ich habe reines Ferrit. Dann können wir daraus magnetisches Ferrit machen. Kann ich das ein bisschen weniger? 2 zu 1. Achso, ich muss hier wieder auffüllen. So, okay. Ach komm. Feuer los. Okay, jetzt brauchen wir noch ein Kohlenstoff-Nanorohr. Das konnte ich hier, glaube ich, erstellen. So, okay. So, gut. Also immer die rechte Maustaste, wenn man irgendwo raus will. Das muss ich mir echt angewöhnen. So, jetzt kann ich den des Dingens bauen. Den Kollegen hier hinstellen. Bip. So. Konstruktionsforschungsstation. Analyseeinheit online. Diagnosevorschlag. Geborgene Daten aus Raum der Technologie bergen. Rüste ein Analysevisier aus und verwende es. Herstellbare Technologie erforschen. Haben wir da schon was? Brauchen wir 2 Ohre und 40 mal. Okay. Kohlenstoffohre und Natrium brauchen wir. Okay, was wir an Natrium brauchen. Also 2 Kohlenstoffrohre. Die können wir, glaube ich, direkt machen. Okay. Okay. Was haben wir denn hier noch? Quecksilber? Units? Nanithaufen? Ich hoffe doch nicht, dass es jetzt irgendwann nochmal mit Echtgeld losgeht. Na gut. Moment, ich muss jetzt mal irgendwie ein bisschen was. Ich hoffe, wir können irgendwie nochmal irgendwas bauen, womit wir lagern können. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall mal Schnellübertragung.
Das ans Schiff. Das ans Schiff. Das ans Schiff. Eiweißpern. Das brauche ich wahrscheinlich jetzt erstmal nicht. Geode lasse ich mal. Feritstaub lasse ich mal. Das lasse ich mal. Ja. Ich weiß nicht. Eine leuchtende organische Knolle, die aus unterirdischen Höhlenkürbis gewonnen werden kann. Da müssen die Körner anhand von Hand in der Wildnis geerntet werden. Okay. Insgesamt. Zerstöre nicht benötigte Ressourcen. Das kann man. Ach, das kann man wahrscheinlich verkaufen und kriegt dann Units dafür. Aber das kann man wahrscheinlich dann nur auf irgendeiner Station oder sowas. Aber hier sieht man zumindest, dass ich dafür 410 Units bekommen kann. Bauen, herstellen, aufladen, verbessern, veredeln. Okay. Aber auch das kann man alles verkaufen. Geode kann man auch verkaufen. Sogar richtig gut. Na, holla. Kann man nicht. Feritstaub. Projektilmunition. Lebenserhaltung. Ionenakku. Ein praktischer Energiespeicher kommt in verschiedene Defensiv- und Gefahrenschutzsysteme zum Einsatz. Wird aus der Fusion von Feritstaub mit unterirdischem Kobalt hergestellt. Okay. Kobalt. Oh, ja. Was man hier alles ja, so machen kann. Raumschiffstart Treibstoff. Sauerstoffkapsel, Kreaturenkugeln, okay. Was haben wir hier noch? Hermetisches Siegel. Handelsgegenstand, okay. Ja, gut. Mikroprozessor. Bauen, herstellen. Ein Kompaktor. Okay. Mit geringer Wärmeerzeugung. Okay, gut. Alles klar. Da machen wir erstmal wieder ein bisschen Platz im Inventar. So. Mal direkt ins Raumschiff. So viel brauche ich jetzt nicht in der Tasche. Das bringt nichts. Kann man das hier? Ach, da kann man Feritstaub noch draus machen. Kann man das sonst noch irgendwie veredeln? Ja, dann machen wir halt hier Feritstaub draus und dann ist auch gut. Habe ich jetzt meine Komponenten, die ich brauche? Ja, komm, quatsch nicht. Habe ich jetzt alles? Ach nee, Natrium brauche ich. Natrium. Habe ich da vielleicht noch welches im Chivi? Gut, dann müssen wir mal irgendwie aufladen. Tritiumpyrit. Okay.
Aha. Hab ich nicht vorhin gesagt, ich brauche kein Uran? Ich brauche Uran. Protonenkanone, die läuft einfach. Technologie verschieben. Ach so. Okay, gut. Hier können wir noch nichts machen. Dann muss ich jetzt mal auf die Suche nach Natrium gehen. Da, Na, Natrium. Naja, machen wir mal einen kleinen Spaziergang. Da oben ist noch Sauerstoff. Warum habe ich denn die Kiste noch zu? So. Okay. Erkunde den Planeten und finde vergrabene Technologie. Wiederhergestellte Technologie kann für neue Bauteile ausgegeben werden. Wählen Analysierer, das Analysevisier. Okay. Okay, gut. Tja. Nein, Kohlenstoff brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich brauche Na, Natrium. Ich brauche 40 mal Natrium. Ich hoffe, wir finden hier jetzt noch ein bisschen was in der Nähe. Sonst, ja, na gut. Im Zweifel bin ich einen Moment unterwegs. Da drüben ist Natrium. Du brauchst ja nicht, ja, komisch werden, ja? Kollege. Ich bin der Stärkere hier. So, okay. Du schon wieder. Na doch, wir machen mal hier auf jeden Fall. Wir machen mal beides voll. Okay. Ja, Natrium. Das ist natürlich blöd, wenn ich natürlich für alles hier Natrium brauche. So viel Natrium gibt es hier überhaupt wieder nicht. Ich brauche 40 mal Natrium, dann muss ich jetzt wirklich... Dann muss ich jetzt einfach mal ein bisschen hier eine Runde drehen. Ich brauche Natrium für mich, für meine Lebenserhaltung. Ich brauche Natrium für 40 mal so und nochmal Natrium. Okay. Aber hier scheinbar ja ein bisschen was zu finden, insofern... Oh! Hallo? Achso, ja. Na gut. Weiß nicht, ob man jetzt so einfach... Muss ich mich jetzt erstmal mit den Pflanzen zufrieden geben, das macht es jetzt natürlich auch ein bisschen aufwendiger. Aber gut. So... Ja, das ist glaube ich noch Natrium. Natrium. Wo bist du, Natrium? Da oben ist Sauerstoff, den brauche ich auch. Zur Lebenserhaltung. Deswegen nehmen wir den auch mal mit. Kümmere mich jetzt erstmal nur um das, was wichtig ist. Erschöpft. Ich höre mal nur erschöpft.
kann man hier? Ah, Kupfer! Nehmen wir mit. Da muss man ja aufpassen, dass man nicht reinfällt. Eieiei. Junge, Junge, Junge. Also weitermachen bleibt für den ganzen Planeten nicht viel übrig. So. Warum ist noch ein bisschen? Nehmen wir mit. Okay, machen wir mal die Zerstörung wieder aus. Ja. Was sind denn da drüben? Ist da bestimmt Uran. Sag mal, ist das hier irgendwie Strahliga oder was? Da ist noch Natrium. Ich glaube, ich lasse das Uran jetzt erstmal. Uran hatte ich ja, glaube ich, erstmal voll aufgefüllt. Aua. So. Okay. Noch welcher? Ich weiß jetzt gar nicht, was haben wir denn jetzt an Natrium? Wo ist es denn? 77 Natrium. Naja, da können wir doch ein bisschen was mit anfangen. Inklusive uns aufladen. Nehmen wir die mal wieder noch hier mit und dann gehen wir mal zurück. Ja, dann haben wir Natrium 40 mal und dann können wir da müssen wir in die Richtung. Und dann können wir nämlich da unseren Plan erforschen. Ja, ja, ist ja gut. Ich habe mir hier nicht den geilsten Planeten ausgesucht, ich weiß. Alter, was habe ich denn. Bin ich denn lang? Da drüben bin ich lang und jetzt laufe ich hier so zurück. Okay, alles klar. Alles klar. Ich glaube, ich sehe mal zu, dass ich hier wieder. Ach du Scheiße, da unten ist noch dieses Loch. Da würde ich jetzt auch ungern rein wollen. Ich glaube, hier kommen wir jetzt langsam wieder runter. Ah. Okay. Gut. Gott sei Dank sind wir so flexibel. Gehfähig. 15 km zurückgelegt.
Man scheint hier sehr viel Wert darauf zu legen, dass man hier zu Fuß viel unterwegs ist. Aber gut, ja. Kommen wir jetzt immer hier sind auf der Ecke. Sacken wir ein, die Nummer. Dafür braucht man dann wieder Ferritstaub, okay. Gut zu wissen. Gehen wir hier nochmal um das Loch rum. Okay, ich glaube, naja, da muss noch ein bisschen. So, gut. Schiffi, da. Ist das jetzt eher hier so ein bisschen, man könnte sagen, eine gute WoW-Alternative? Ich meine, man hat Wege zurückzulegen, man erfüllt eine Quest nach der anderen, man wird so ein bisschen, ne, durchgeführt. Also, ja, sicher, ich hab trotzdem die Möglichkeit, woanders hinzufliegen, wenn ich jetzt Bock habe. Inwieweit ich da jetzt vorankomme oder weiterkomme, sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Erkunde den Planeten. Wie hast du den Kampf und Urteile, bla bla bla, das kennen wir schon. Okay. Ich weiß jetzt nur gerade nicht. Können wir den Planeten auch mit Hilfe des Schiffes erkunden? Weil zu Fuß wäre ja doch ein bisschen. Too much, oder? Ja, jetzt machen wir erstmal das eine fertig hier. Und dann sehen wir weiter. So, ja, komm. Kennen wir schon. Ich will ja endlich hier den Spaß machen. Was habe ich nicht? Nicht genügend Wiederherstellungsmodule? Was? Moment. Ich habe Metallplatten. Ich habe erforderliche Teile. Pläne für zwei geborgene Daten kaufen. Nicht genügend Wiederherstellungsmodule.
Ja. Bin jetzt ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Moment, jetzt gucke ich noch mal hier nach, weil ich mir jetzt nicht sicher bin. Nee. Moment. Speicherpunkt. Ich verstehe das nicht. Erforschen. 20 mal Kohlenstoff, das wäre jetzt nicht das Problem. Dreimal geborgene Daten. Einmal geborgene Daten. Einmal geborgen. Das ist die, das sind diese. Ja, okay. Also wir müssen wahrscheinlich jetzt wirklich erstmal doch den Planeten erforschen. Aber das machen wir in der nächsten Aufnahme. Ich danke erstmal fürs Zugucken bis hierher. Wenn es euch gefallen hat, ne, wisst ihr ja, wäre schön. Kleiner Like, kleines Abo vielleicht. Und dann verpasst ihr nichts mehr, denn ich denke, das werde ich hier jetzt eine ganze Weile durchziehen einfach. Also wer es möchte, wer Bock drauf hat, mich hier auf meine Reise zu begleiten, dann könnt ihr das gerne tun. Also, vielen Dank und tschüss.